Gewalt in Beziehungen ist ein sehr großes Thema. Viele Frauen, aber auch Männer, leiden unter Gewalt in Beziehungen. Und einigen ist gar nicht bewusst, was Gewalt ist. Wenn wir uns die Gesetze angucken, ist Gewalt auch schon emotionale Gewalt, psychische Gewalt. Auch das zählt zu Gewalt. Emotionale Gewalt ist zum Beispiel, wenn man erpresst wird, wenn man, und wenn ich sage Erpressung, fühlen sich schon einige nicht angesprochen, aber es kann finanziell sein, dass zum Beispiel eine Mutter mit Kindern finanziell einfach nur im Stich gelassen wird, weil der Mann geht arbeiten, sie stärkt seinen Rücken, kümmert sich um Haushalt und Kinder, wird aber finanziell absolut nicht unterstützt und kriegt auch keinen Cent. Sie wird einfach allein gelassen. Es ist ihnen gar nicht bewusst, dass es sogar finanziell geregelt ist, dass wenn der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause mit den Kindern, dass ihr Haushaltsgeld zusteht und dass ihr auch eine gewisse Summe zusteht, die nur für sie ist, wo der Mann auch gar nicht fragt, was sie mit dem Geld macht. Und in vielen Beziehungen sieht es leider ganz, ganz anders aus. Ne? Entweder beide arbeiten, die Frau ist gezwungen zu arbeiten, die Kinder müssen den ganzen Tag in die Betreuung. Also es ist, wenn wir uns das anschauen, Gewalt in Beziehungen, ist das ein Thema, das einfach wenig von Menschen besprochen wird. Man lebt einfach so vor sich hin. Männer, die Konflikte in Beziehungen gewaltsam lösen wollen, ist gar nicht bewusst, aber auch Frauen, genau das Gleiche, ne? Gibt auch viele Frauen, die gewaltsam in Beziehungen sind, denen ist gar nicht bewusst, dass sie eigentlich psychologische Hilfe brauchen. Weil jemand, der einen Konflikt gewaltsam lösen möchte, hat, und das ist ein großes Anzeichen darauf, dass er traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat. Das heißt, dieser Mensch hat in der Kindheit gelernt, dass Konflikte nur gewaltsam gelöst werden. Und das kennen wir ja, viele Eltern erpressen ihre Kinder. Na, wenn du das jetzt nicht machst, dann. Das heißt, man drängt das Kind in die Ecke, dass es das macht, was man als Erwachsener will. Das ist einfach nur ein Zeichen von emotionaler Schwäche. Was ich aber jetzt nicht wertend sage, wenn ich nichts anderes kann, wenn ich nichts anderes gelernt habe, dann werde ich natürlich Konflikte immer gewaltsam lösen wollen. Und mit diesem Video möchte ich einfach dafür ein Bewusstsein erschaffen, dass natürlich auch, es gibt andere Möglichkeiten. Wir müssen nicht gewaltsam vorgehen. Es gibt gewaltfreie Kommunikation, da kann man sich drüber zum Beispiel informieren. Es gibt bindungsgerechte Erziehung. Wie kann ich schauen, dass ich mein Kind auf Bindung auferziehe und nicht auf, ich bin hier in der mächtigen Position und du musst unter mir das tun, was ich dir zu sagen habe. Das Fatale ist, wenn wir Kinder so erziehen, werden sie später in Beziehungen fallen, die genauso sind. Da ist immer so ein Machtgefälle. Ja, der Mann oder die Frau sind dann die Mächtigen, die das dann ausnutzen. Das heißt, dieses Opfer-Täter, was wir als Kind gelernt haben, reinszenieren wir in der Erwachsenenzeit. Sagt man das so? Also Reinszenierung ist ein Wort aus der Psychologie, weil Psychologen einfach gesehen haben, dass es ganz selten ein Muster gibt, immer bei Menschen, die große Probleme hatten in ihrer Kindheit, dass sich diese Probleme wiederholen. Mit anderen Menschen, mit anderen Situationen. Also das Thema Reinszenierung mache ich nochmal ein extra Video dazu, weil ich das so super spannend finde. Wenn wir das verstehen und wenn wir damit mit uns arbeiten, können wir Muster, Zyklen unterbrechen, die toxisch sind, weil wir sie aus unserer Kindheit kennen. Und viele Erwachsene sehen den Zusammenhang gar nicht mehr aus, okay, das habe ich in der Kindheit so gelernt, weil in der Kindheit waren es andere Menschen, andere Situationen. Und in der Erwachsenenzeit sind es wiederum andere Menschen und ganz andere Situationen. Aber der Gefühlszustand ist der gleiche. Und darauf kommen die meisten Menschen nicht. Aber wenn man dann sich darüber informiert, Bücher, Videos, das verbreitet, dann kommt es immer mehr unter die Menschen. Und ich hoffe, dass es damit auch immer mehr Frieden gibt und dass Kinder damit auch viel friedlicher erzogen werden. Wenn wir uns Konflikte anschauen, zum Beispiel in dem Fall ein Mann baut sich vor einer Frau auf, die sowieso von Natur aus körperlich schwächer ist und zeigt damit seine Macht, dann ist das kein Zeichen von männlicher Stärke. Echte männliche Stärke, aber auch echte weibliche Stärke ist, wenn wir uns gegenseitig emotional halten können. Das heißt, egal was für ein Konflikt vorherrscht, kann ich dir Sicherheit bieten. Du bist bei mir sicher, emotional, körperlich, mental, finanziell, auf allen Ebenen, die wir in unserer Beziehung gemeinsam haben, bist du bei mir sicher. Das ist eine Form von Stärke und das dürfen wir lernen. Das dürfen wir lernen, mit dem Konflikt zu bleiben, der sehr, sehr schmerzhaft ist. Manchmal hat man halt keine Lösung. Und trotzdem bestrafe ich dich nicht für diesen Konflikt. Und trotzdem mache ich dich nicht dafür verantwortlich, dass es mir schlecht geht. Und für all die Konsequenzen, die vielleicht aus diesem Konflikt herausrühren. Sondern wir gucken gemeinsam, was wir tun können, das Beste, was wir in dem Konflikt miteinander an Lösung finden können. Und das kann man erst, wenn das Nervensystem reguliert ist. Das können wir erst, wenn wir uns unserer eigenen Muster bewusst sind. Das können wir erst, wenn uns bewusst ist, wie sehr ich dich eigentlich damit verletze, dass ich dich immer wieder in Gefahr bringe emotional, dass du dich gar nicht mit mir mitteilen kannst, weil ich dich dann sofort wieder bestrafe. Und die Bestrafungen sind oft so subtil und so hinterhältig in Beziehungen,
dass es einfach zu viele Beziehungen gibt, die unglücklich sind und die einfach nur aufrechterhalten werden wegen den Kindern. Solange die Kinder da sind, halten wir es aufrecht. Ohne sich bewusst zu werden, dass auch die Kinder das merken und in diesem emotionalen, verdreckten Umfeld leider ganz viel Mist mitnehmen.